Da ist ein Mann mit so einer roten Notfalljacke. Es ist dringend und privat, sagt er. Kriseninterventionsteam Ranke. Sind Sie Sylvie Jäger? Ja. Und? Ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihre Schwester Sabine heute Morgen verstorben ist. Was? Janni, wen möchtest du sehen? Hallo, ihr beiden. Ich bin Janni. Du, das weiß ich doch. Ach so, meine Schwester redet nur manchmal. Also spricht über Tage kein Wort. Aber das hat nichts zu bedeuten. Ja, so sieht es hier aus. Keine Hunde, keine Katzen, keine Vögel. Na, kommt rein. Ach, eine Kleinigkeit noch. Hier in der Wohnung hat alles seinen Platz und es wäre schön, wenn das so bleibt. Ja, und wenn ihr aufs Klo müsst, dann bitte immer den Deckel zu. Keine Straßenschuhe im Bad, okay? So was machen wir sowieso nicht. Ja, klar, sicher. Mami hatte neben ihrem Bett immer ein Foto von euch beiden. Sie sagt, du hättest das Gleiche. Mag sein. Hallo, Silvi. Ich würde gerne ein bisschen mehr für euch machen, aber... Ist gut. Danke dir für alles, was du tust. Janni, Beerdigungen sind eine sehr schmerzvolle Sache. Das verstehst du, oder? Die Antwort würde jetzt gut tun. Nein. Nein, was? Ich weiß, was sie möchte. Besser als du. Was ist so gut, wenn man alles selbst macht? Was zwingt dich denn? Was zwingt dich denn so? Hm? Du brauchst jetzt Hilfe, Silvi. Und dieser Junge auch, das schaffst du nicht allein, niemals. Er war ihr unterlegen. Immer. Von Anfang an. Sollte sie deswegen keine Kinder mit ihm kriegen? Tu dir das nicht an, Sabine. Du bist zu was anderem bestimmt. Such dir einen Mann auf Augenhöhe, mein Schatz. Sonst wirst du einsam und das mag keiner. Bist du krank? Weiß irgendjemand, wo Janni ist? Hat er sich bei irgendjemand gemeldet? Wieso? Es ist doch erst 3. Das weiß ich! Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Warum sagst du nicht einfach, dass du sie sehen wolltest? Die Pathologie hat bei der Polizei angerufen. Die waren bei mir. Sie waren sehr besorgt. Da war ein Junge namens Jan P. Bach. Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, Janni. Ich werde mich natürlich um alles Nötige kümmern. Versprochen. Danke. Kommst du? Ich weiß es. Ich weiß es selbst.